Wir sind der neue UFC Heavyweight Champion in einem absolut kranken Kampf gegen Fabricio Werdum. Wo wir eigentlich in Runde 1 und 2 gefühlt gestorben sind, haben wir es irgendwie geschafft, in Runde 3 uns den Gürtel zu sichern. Doch nun erwartet uns vielleicht direkt die noch größere Herausforderung als Fabricio Werdum, denn Miocic, den wir getötet haben, den wir dem Genickbruch verpasst haben, er will sein Rematch. Und das Problem ist, der hat mittlerweile eine Gesamtwertung von 99. Wir haben eine Gesamtwertung von 85. Kann sein, dass uns der töten wird. Aber okay. Wir gehen nochmal ins Trainingslager. Die Frage ist, was können wir eigentlich noch trainieren hier? Nicht viel. Wir gehen mal nochmal in die Verteidigung rein. Und ich werde tatsächlich jetzt nur auf leicht simulieren, weil ich keinen Bock habe, dass ich mich verletze. Sorry, aber ich darf jetzt wirklich keine Verletzung riskieren. Wir machen die Submission-Verteidigung jetzt auch endlich dann Richtung Maximum mal. Ja gut, da nehme ich die Mittel an mich, weil das wäre Choke-Verteidigung verletzt. Ja. Siehst du, genau deswegen. Aber da Miocic kein Choker ist, da mich der nicht zum Tappen bringen wird, habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich das verkacke, ist das egal. Dasselbe gilt für diese Position. Wenn ich hier verletzt werde, wäre es mir egal. Weil er wird mich nicht zu Boden reißen, der Miocic. Aber mal gucken. Wir müssen jetzt zum Kampf übergehen. Nein, warte mal. Ach. Warte mal. Ich sehe gerade, wir haben doch noch ein paar Punkte. Und ich glaube, ich werde hier noch das ein oder andere verbessern. Zum Beispiel, dass ich mich schneller erhole. Ach nee, scheiße, das war der Schachmeister. Ich wollte eigentlich das verbessern. Aber das kann ich nicht mehr verbessern. Damn it, ich habe den Schachmeister jetzt verbessert. Egal. Vielleicht ist es sogar gar nicht so blöd. Weil ich ihn dann zum Submitten bringen kann. Beim letzten Mal. Und jetzt müsst ihr euch das mal... Ihr müsst euch das mal vor Augen halten. Das letzte Mal, als wir gegen Miocic gekämpft haben, ging das über 3 Runden. Weil der Typ nicht down gegangen ist, egal was wir auf ihn draufgeballert haben. Jetzt geht der Kampf 5 Runden. Wenn's blöd läuft. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ein ganz anderes Thema ist das jetzt nochmal. Alles klar, Miocic. Oh, guck mal, die ist jetzt sogar Gold, die Hose, als Champion. Wie geil ist das denn? Normalerweise sieht die so aus, aber die ist halt einfach als Champion ist die Gold. Wie geil ist denn das? Oh, das Flynn in einer schönen Goldschrift. Ja, der Handstand Spinning Heel Kick ist ungefähr der langweiligste und ekelhafteste Move, den es gibt. Der hat eine Wertung von 99, Leute. Between El Tigre and Stipe Miocic. Das wird jetzt eine ganz, ganz üble Nummer, Leute. Da ist er. Leute, macht euch bereit auf den Kampf. Zum ersten Mal als Champion. El Tigre weighed in at 265 pounds. Miocic will have a 6-inch reach advantage. Natürlich. And once again, here's Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, a referee in charge, Eve Loving. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Prudential Center in Newark, New Jersey. Okay, we're in New Jersey. Was macht der Miocic da? Championship.
Flynn vs. Miocic 2. Der will es nochmal wissen, der will es nochmal wissen. El Tigre. Miocic gibt mir nicht die Gloves, gebe ich euch. Mein Wort drauf. UFC belt on Mike. Protect yourself at all time. Obey Mike and I at all time. If you want touch love, do it now. Go back to your corner. Oh, doch. Oh. Oh. Miocic hat wohl Respekt, nachdem ich ihn das letzte Mal schon besiegt habe. It's on. And here we go. The heavyweight title is fight schedule for ganz ruhig, Miocic. Ganz ruhig. Man, coming off that knockout victory in his last UFC fight, his confidence is at an all-time high. It was a spectacular finish. He's looking for more of the same. Ja, es war vor allem gegen fucking Fabrice Werdum. Oh, head kick, the kick. Mann, fuck my life. Oh, Miocic. There's a nice combination. Schöner Uppercut. Oh, Miocic, was ist los? Haben wir Bock zu fressen? Willst du noch meinen Genickbruch? Wie auch immer du dich davon erholt hast, mein Freund. Oh! Damn. Just over three now. Ah, damn it, hat er mich ein bisschen auf Distanz gehalten. Oh oh. Nein. They separate. The flying knee. Oh, 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 mein Freund hat auch Glück gehabt. He changes stances and switches southpaw. Good knee to the body by Miocic. Man, he is mixing it up. Oh, den Move kennst du doch, Miocic! That's a big right hand. Oh oh. Und das ohne Energie gefällt mir gar nicht. Was macht Miocic? Ich will. Ja, ja, ich dachte mir schon. Siehst du, Miocic ist keiner, der im Ground Game bleibt. Deswegen steht er natürlich wieder auf. Oh, der Crane Kick ging durch. Jetzt verreckt, es gibt's nicht. Ich habe den aber auch beim letzten Mal einfach nicht down gekriegt, egal was gekommen ist. Wow, he is getting off some massive kicks. Just vicious power. Oh, schaut mal, wie das Flynn da in Gold steht. Das finde ich schon sehr geil, muss ich sagen. Gefällt mir. Final minute of round one. Oh, he's landing at will. Aber ihr seht schon, wir sind beide vorsichtig. Wir wissen, was für einen ersten Kampf wir gegeneinander hatten. Und vor allem diesen verdammten Capoeira-Kick wird er auf jeden Fall ausweichen müssen. Oh! Again! Rauf! Rauf! Nein! Oh, Miocic, den Move musst du fürchten. He was just saved by the bell. He certainly was. He was in deep water there. Big, big problem for him. Here's a vicious kick that results in a knockdown. Oh, böse. Aber die Zeit hat ihn gerettet. Let's see that again. Da muss er aufpassen. Aber es ist ein Tank, der geht nicht kaputt. Let's see if we can get a better look at that from this angle. Der geht dabei einfach nicht kaputt, Mann. The lovely Brittany. You ready? You ready? Round two.
Joe, just like we saw in the last round. Aha, okay, okay. So far is the better fighter. He is dictating where this fight takes place and once again he looks sensational. So, was los Miocic? Huh? Oh, and he goes up top with a kick. Miocic, da muss mehr kommen, sonst verlierst du wieder nach unten. Selbst wenn du alles überlebst, was ich dir vor den Latz lege, wirst du auf jeden Fall nach unten verlieren wieder. Sage ich jetzt einfach mal. Der Miocic ist... Ich sollte vielleicht einfach ein bisschen aufpassen. Weil mir ansonsten etwas passiert, was mir nicht gefällt. Nämlich, ich habe dann keine Ausdauer mehr. So ein bisschen auf Distanz halten, den Jungen. Miocic, passt auf, pass auf, ne? Der was will er denn dauernd im Clinch? Nice hook to the body in the clinch by Miocic. Will er denn? Inside leg kick. Wow! The champ is in deep danger right now. He is desperately trying to hang on. Head kick. Oha, da hat er mich jetzt aber erwischt, ey. Oh! Was ist das Spinning Midway? Komm! Ja! Jetzt ist aber Schluss, Miocic! Mach Schluss! Yes! Titelverteidigung! Und mal wieder war es die Spinning Backfist, die es vorbereitet hat. Ich krieg zwar mit der Spinning Backfist kein K.O. hin, aber sie bereitet den K.O. immer vor. Spinning Backfist, Tornado Kick and good. Night. This is the one that causes the knockdown and the subsequent follow-up strikes for the knockout. Great angle here. Bam! Lights out. Oh. Bruce Buffer has the official decision. Wir bleiben Champ, Mann. Tornado El Tigre, richtig. Heavyweight Champion. So muss ich das sehen. So will ich das sehen, Mann. Der goldene Mann, der goldene Tiger. Sau nice, Mann. Miocic ist endlich down gegangen, nach all dem, was der ausgehalten hat. Er hat quasi 4 Runden gegen mich überlebt. Wenn wir die anderen 3 davor auch noch nehmen. Und jetzt ist er endlich down gegangen, Mann. Guck mal, mein Karriereende ist jetzt nach hinten verrutscht, jetzt wo ich Champion bin. Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, ob ich Champion bin oder nicht? Oder ist das wegen dem Lebenserhaltung, wegen den Fans? Also nicht. So gut. John Jones wird nicht kommen. John Jones ist hier in dem Halbschwergewicht. Der wird definitiv nichts mit uns zu tun haben. So, damit ist Miocic wieder auf 2 Runden. Matt Mitrione könnte der nächste Herausforderer sein. Weil wir haben besiegt bereits Miocic 2-mal. Arlovski haben wir besiegt, Werdum haben wir besiegt. Noch nicht gekämpft haben wir gegen Mitrione meine ich natürlich, gegen Struve, gegen Nogueira, Rothwell, Brown und alle, was darunter kommen. Wer wird uns jetzt um den Titel challengen? Oh, fuck. Fabrizio Werdum möchte sein Rematch. Ich hab's befürchtet. Die UFC hat einen deiner bisherigen Kämpfe gratis im Internet bereitgestellt. Du hast Fans hinzugewonnen. Warum nicht? Miocic ist wieder auf 2 rauf. Rothwell ist jetzt auf 3 rauf. Nogueira ist ein bisschen gerutscht. Frank Mir ist wieder auf 10 rauf. Wo ist eigentlich so Overeem hin?
Alter, Junior Dos Santos ist auf Rang 30. Okay, den werden wir wohl so schnell nicht mehr sehen. What the fuck? Den werden wir wohl nie wiedersehen. Cain Velasquez auf 21. Was für... Cain Velasquez hat eine Statistik von 20 zu 14. Was ist mit dem passiert in dem Spiel? So, da bin ich blind oder hat er seine Karriere beendet? Ich glaube, der hat seine Karriere bereits beendet, oder? Der ist in der Liste nicht mehr drin. Overeem. Der hat seine Karriere, nachdem ich ihn totgetreten habe, wohl beendet. Krass. Okay. Aber man merkt, die werden alt hier alle. Ah, was ist eigentlich sonst so passiert? CM Punk hat eine Statistik von 3 zu 2. Haha, dass ich nicht lache. Was ist hier so? Lim ist vorne. Pettis. Jury. Alcantara. Borg. Esparza. Holly Holm ist mit 16 zu 0 hier Championess. Oha. Oliver Robinson. Was ist denn bitte in der... Was ist denn im Halbschwergewicht passiert? Die haben alle ihre Karriere beendet, außer Rashad Evans, oder was? What? Sie haben alle ihre Karriere beendet im Halbschwergewicht. Okay, da ist kein John Jones mehr. Da ist kein Cormier mehr. Da ist ja gefühlt nichts mehr, außer ausgerechnet Rashad Evans. Wo sind denn die anderen alle? What the hell? Royce Montes. Hauptsache Lyoto Machida kämpft damit dann immer noch. Und Michael Bisping lebt auch noch. Rockhold ist irgendwo noch oben, habe ich gesehen. Was ist denn hier eigentlich alles passiert, ey? Alle ihre Karriere beendet. Die haben alle keinen Bock mehr. Hauptsache der Deutsche hat sie auf Platz 12 geschafft. Not bad. Okay. Du kämpfst immer gegen Platz 1 der Hauptherausforderungsliste. Bist du besoffen? Hast du nicht gerade gesehen, dass wir gegen Miocic gekämpft haben? Der war auf Rang 2? Mann. So. Wir trainieren. Ich glaube nämlich, dass wir ein wahrscheinlich klitzekleines Problem kriegen werden. Aber eigentlich sollten wir uns hier nicht verletzen, aber Gott sei Dank. Denn der Herr Verdum wird sauer sein, dass er seinen Titel verloren hat. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal tatsächlich noch ein bisschen Clinch weiter trainieren. Und dann geht's wohl in den Kampf rein. Rob Flynn. Hä? Cormier ist doch noch dabei. In welcher Division ist er dann? What the fuck? Wo kommt denn der Cormier her? Der war in der Liste gar nicht mehr drin. Wahrscheinlich so unter Top 50. Rob El Tigre Flynn gegen Fabricio Werdum 2. Ihr wollt es, ihr kriegt es. Damn. Wie wir gerade gesehen haben, ist Cormier ja als Halbschwergewicht, aber in der Top 15 Liste nicht drin. Oh, damn it, man. Fabricio Werdum hat mich im ersten Kampf zwei Runden so geschlachtet. Am Boden. Ich bin mir heute noch nicht sicher, wie ich diesen Kampf überlebt habe. At 265 pounds, Verdum will have a 3-inch reach advantage. With the official introductions, the better choice of the Octagon guy, Bruce Buffer, El Tigre, Fabricio Verdum. And here we go. Okay, und keine Faust, alles klar. Gegen ihn habe ich halt echt Schiss jetzt wieder, ne? Gerade gegen Miocic war das nicht so schlimm, aber gegen Verdum auf jeden Fall.
Also der Doom ist so quasi der Endboss. Ich muss auf jeden Fall die am besten, also nie zu Boden bringen lassen. Dann habe ich eine Möglichkeit zu gewinnen. Ein 30 Jahre kann man in so einem Sport so alt werden. Du wirst lachen, es gibt genau Leute, die sind 40 und kämpfen noch. Also man kann schon, klar. Kommt immer drauf an, wie fit man sich hält. Der war wichtig, der war sehr wichtig. Aber ich gehe es wirklich super ruhig an. Ich will nämlich meine Energie behalten, falls er mich nämlich doch zu Boden bringt. Das ist mein Gameplan, dass ich die Energie wirklich richtig weit oben halte. Ja, genau deswegen. Und der Wolf hat's raus. Der submittet jetzt nämlich einfach ihn. Wraps the leg around the back. Flips him over into the mount. It's getting close. Tremendous pressure on the neck. Oh! Got him. Brilliant. Was ein Gott! Use great technique to Tigre! Oh mein Gott! Once again, here's our fight replay. Let's see it again here. Got the choke, it's in deep, and no choice but to tap. And here we can see it again. That's a real tight choke here. Den Submission Gott Fabrizio Verdum in Runde 1 zum Tappen bringen. Wenn das nicht Submission of the Year ist, weiß ich es auch nicht. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 45 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, El Tigre. El Tigre remains the UFC. Heavyweight Champion. Das war gefühlt Verdums Karriereende. Der 20. Sieg von Rob El Tigre Flynn ist ein Submission-Sieg über Verdum und es ist nicht Submission of the Night. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wow, den Submission-Gott! Mit einer Submission besiegen nach 2 Minuten 45. Holy shit. Wow. Wow. Oh mein Gott. Ich kann es gerade nicht fassen. Ich verklicke mich sogar direkt. Wow. Damit habe ich also wirklich am allerwenigsten mit gerechnet, Mann. Wow. Wow, Mann. Das ist unfassbar krankes Kino, Mann. Einmal hier. Fabrizio Verdum. Submitted. Ich fasse es noch nicht. Ich bin sprachlos.